Moin, hier sind Grunette und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Minecraft Server. Und hier sind wir wieder im Jurassic Kingdom, dem Königreich, dem ich beigetreten bin. Hier hat sich auf jeden Fall einiges verändert im Gegensatz zum letzten Mal. Ich will mal kurz schauen, sind die Villager noch da? Nice, sind alle tot, weil hier eine Treppe ist, womit sie einfach rauslaufen können. Nice. Und Artus geschrieben, dass sie etwas sehr, sehr Großes gebaut haben. Und das schaue ich mir mal kurz an. / BA, Artus. Ja, perfekt. Hallo. 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 Ja, wir bauen hier jetzt unser großes Lager hin. Oh. Genau, dafür rühren wir gerade das hier aus. Und haben erstmal EP5 drangeholt. Nice. Ja, oben ist schon alles. Wir müssen jetzt nur noch die flache Schicht hier wegmachen. Und wenn du dann hier lang kommst. Okay. Hier laufen ein paar Villager rum. Ja. Genau. Trading-Station. Es ist ein Unfall passiert, sagen wir mal so. Ein Zombie ist hier reingekommen und hat alle infiziert. Nice. Hier haben wir jetzt auch zum Beispiel sehr viele Zombie infiziert und so. Ja. Und wenn man dann mal was braucht, kann man bei uns einfach mal fragen. Das wird hier noch verschönert, cool, wenn wir Motivation dafür kriegen. Das sieht voll schön hier aus, mit den Holzbalken und so. Wie macht ihr das mit der Zombifizierung? Habt ihr hier vorne dann so eine Zombifiziermaschine oder? Dann locken wir hier zum Beispiel hier, die hier runter, und dann haben wir hier links einen Gang mit einem Zombie drinnen. Ah. Ja, und dann lassen wir ihn mal kurz da rein. Ja. Geht das relativ einfach. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Nice. Ich schaue mir mal oben an, ob ihr da schon irgendwas gebaut habt. Ja. Hier im Dorf. Oh. Das ist da hinten cool. Ist eine große Waldfläche gewesen. Da wird jetzt. Oh. Und da hinten sind ein paar viele Bäume. Oder ein großer. Ups. Und das Haus hier vorne sieht voll nice aus mit den großen Holzbalken und hier. Ja, das soll so eine Art Kaufhaus oder Haupthaus sein. Wissen wir noch nicht ganz. Sagen wir Rathaus. Und dann da hinten, da ist unsere Eisenfarm und unser Schneefarm, wo wir in den Schnee fahren. Das schaue ich mir auch mal gerne an. Ah, hier. Da kommt hier dann das ganze Eisen rein, hier in die Chest hinten. Ah. Und hier kommt dann das ganze Eisen rein, was. Zack. In dem dicken Baum darf man schon Holz farmen, ne? So. Ja. Oh, ja, bau dich am besten hoch und mach dann einfach von oben nach unten Schicht bei Schicht. Das sieht hier mega cool aus und ihr seid schon ziemlich weit. Ja. Ja, die haben auch alle schon über 10 Tage Spielzeit gefühlt. Ja. Ich habe eigentlich nur 3 Tage Spielzeit. Trotzdem. Ich muss mal nachgucken, wie viel ich habe. Ich habe vielleicht einen Tag. Ja, nicht mal. Ich behebe mal den Systemfehler, um Lags zu verhindern, indem ich das Altessen hier aufhebe. So. Ja, da vorne muss auch noch Glas, so wie hier vorne hin. Ja. Wir haben genug. Wir haben. Sonst fällt das immer daneben. Nice, ich wurde wieder aus dem Chat gemoved. Dankeschön, Textik. Ich weiß, dass du es bist. Nein, ich war das wirklich nicht. Nein, ich war das wirklich nicht. Ich war das wirklich nicht. Nein, ich war das wirklich gerade nicht. Okay, wer war es dann? Die Frage. Keine Ahnung. Es kann jeder gewesen sein, weil man kann das auch machen, ohne dass man im Talk war. Ja, aber ich war es wirklich nicht. So. Wenn immer ich beschuldigt. Weil die anderen. Weil du der einzige greifbare Mod hat bist. Ich gebe einfach allen Mods Rollen und dann kann ich alle anmeckern. Wow. Willst du ein paar goldene Karotten haben? Ja. Ich will goldene Karotten. Ich ernähre mich von Sweetberries. Ja, wir haben jetzt Villager, die traden. Ach so. Das hier alles sieht bei euch sehr schön aus. Ich gehe mal wieder zurück an meine Basis und versuche da halbwegs das vielleicht mal aufzubauen. Wir können auch helfen. Anfangen. Natürlich gegen Bezahlung. Ein Stück Dia-Blöcke für ein halbes Haus. / GIF / Artus. Finde ich gut. Block. Also ich würde auch nehmen, ne? Weil Dia-Blöcke brauchen wir eigentlich nicht. Wenn schon Netherite-Blöcke. Ich kann euch auch meine Netherite-Blöcke geben. So wie Textik. Gib uns doch gleich die Creative-Rechte. Ich weiß nicht, was du hast.
Also es gibt durchaus Leute, die haben sich beschwert, weil Textit Leuten angeblich, soweit ich es verstanden habe, ich habe es auch nur von anderen Leuten gehört, dass Textit irgendeinem random Dude einen Stack Netherite-Blöcke gegeben hat. Ist alles schief gegangen, da reden wir jetzt nicht drüber, ne? Also. Dann hat der Typ sich umgebracht, damit das Ganze im Grab gesaved ist. Ich hab's ihm aber weggenommen. Dann hat Textit das Grab eingebaut mit Barriers, damit Barriers. Der Typ nicht mehr an sein Grab rankommt und damit an den Einstack, möchte ich hervorheben, Netherite-Blöcke. Und das da ist fragt man, ne, also fragt man sich, warum Textit random Leuten. Kiwi und wie hieß der? Immer jetzt die Schuld auf andere schieben. Nein, das sehe ich jetzt gar nicht. Warte, wie heißt der? Wer war das? Mit dem SMCP-Server bin ich auch Mod und dann wollte ich ein bisschen trollen. Und dann hat der das aus Versehen wirklich bekommen, dann musste ich ihm das irgendwie wieder wegnehmen. Ja, warte mal, wer war da alles dabei? Nein, das waren nicht viele, aber warte mal, hä? Muss kurz schauen. Das war Element, Guardian und Kiwi waren dabei. Ja. So, das wollte ich jetzt noch sagen. Ich weiß, sehr sinnvoll, aber. Da habe ich auf jeden Fall mehrere Beschwerden bekommen. Dass Mods ihre Rechte ausnutzen. Hat man ja auch im Chat gesehen. Mod, nutzt das auch ein bisschen aus. Ja, er hat es zwar ausgenutzt, um uns ein bisschen zu helfen. Kein Cheating, wir haben halt die Ressourcen gefarmt und er hat zum Beispiel aus Sand direkt Glas gemacht. Wer? Ist aber trotzdem immer noch eigentlich, weil man ja eigentlich... Ja, und der TP'st sich immer rum. Ja, wer? Der TP'st sich zu allen. Ich bin zu einem Reporter gegangen, um Obsidian zu farmen und der hat es einfach abgebaut und mir gegeben. Ja, Chaos kennt das manchmal ein bisschen komisch. Manchmal ist sie nicht komisch. Dann wäre das auch fertig, Arthur. Ja, lass mal wieder hier den Talk. So, anscheinend war mein eigenes Team jetzt zu unkompetent, die Villager oder den einen Villager, den ich in der letzten Folge geholt hatte, am Leben zu lassen. Und so wie es aussieht, haben sie alle Villager, die in dem Dorf waren, rübergeschippt. Und alle sind denen gestorben. Und jetzt suche ich mir mal ein neues Dorf. Wow, Textit macht gerade ein Wettrennen mit Artus und kickt ihn die ganze Zeit. Server, bann, Textit. Nice. Der arme Textit, der hat da engst Zugriff auf die Konsole. Das heißt, er wird sich einfach wieder entspannen. Ich habe ihn mal wieder entbannt, sonst ist er jetzt durchgehend gebannt. So, ich habe jetzt ein Dorf gefunden. Hier leben tatsächlich auch noch die Villager. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Und ich würde mal... hier liegt jetzt noch einer. Da lege ich mich auch mal schnell hin. Für alle Leute, die gefragt hatten, ich nutze den komplementären Shader. So, jetzt bin ich drauf. Wahrscheinlich habt ihr es in der Aufnahme nicht mitbekommen. Das ist gerade der fünfte Versuch, auf dem Server zu joinen. Und ich hatte hier die verdammte Distance-Sichtweite hier hochgestellt auf 64 und dann immer mit Shader direkt gejoint und allen maximalen Einstellungen für die Grafik. Und dann hat sich immer Minecraft direkt verabschiedet. Jetzt bin ich endlich auf dem Server mit Shader. So, ich würde hier gerne mal eine Villager-Vermehrungsstation bauen, damit die Villager hier sich ein bisschen vermehren. Das Ganze können wir ruhig ein bisschen außerhalb des Dorfes. Oder lass es ruhig hier im Dorf bauen. Ich würde mal sagen, wir machen einfach eine kurze Timelapse. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? Like everything I feel had a limit, it now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. We'll be right back.
reason that I realize it's not all black and white. Like I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tighter. Don't wear my PJs every day, cause I would rather be on site. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Kiss my band. So, das hier ist jetzt soweit fertig. Aus irgendeinem Grund werden hier jetzt noch keine Villager produziert. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber hier unten hatte ich noch einen Villager schon mal eingesperrt, den hier. Und theoretisch sollten hier jetzt automatisch Villager produziert werden. Und ja, dann können wir darunter vielleicht später noch eine Trading Hall bauen. Oh, und hier vorne ist auch noch Eisenwurm. Töten wir auch gleich mal. Boing. Und tot ist er. Perfekt. Auf jeden Fall würde ich dabei sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder. Ja. Ciao, ciao.